und somit herzlich willkommen zurück zu Riders Republic. Ich stehe hier mit meinem Schneemobil auf einem Berg ohne Schnee. Ich bin gerade per Schnellreise aus dem Schneegebiet raus. Und wir packen mal das Bike aus. Moment mal. Doch, das war sogar das Gute. Okay, weil wir machen jetzt hier mal so ein... Ich glaube, es war wirklich ein Downhill-Rennen. Schauen wir mal. Was ist das hier für ein komischer Start hier? Okay, müssen wir hier einmal runter. Wie sieht es für mich aus, als wäre ich irgendwie hier fehl am Platz? Aber wir können hier runterfahren. Ich warte schon, irgendwann kommt jetzt mega der Abgrund. Aber der eine fährt ja auch. Ui, ui, ui. Ich frage mich, wir haben mal so große Sprünge gemacht. Ich bremse jetzt hier mal so ein bisschen. Und dann ist so der Bildschirm grau geworden. Können wir auch irgendwie irgendwo runterspringen, wo wir dann quasi, keine Ahnung, jetzt nicht sterben, aber halt vom Bike fallen oder so. So. Einmal hier. So, ach, hier kann ich jetzt zum Beispiel die anderen Bikes noch auswählen. Das hat mich gerade irritiert, dass ich in dem Rad nur meinen Downhill und mein Straßenbike hatte. Aber ich glaube, es wählt halt einfach immer in dem Rad das Beste aus. Sammle 5 Sternballons als Nebenziel. Erreiche 5000 Punkte mit einer Trick-Kombo. Alter, mit einer Kombo auch noch. Gewinne im Schwierigkeitsgrad Profi oder Höhe ohne Bremsen. Okay. Vor allem steht dran Pro. Und da steht oben steht Profi dran. Was jetzt? Ich denke mal Pro. Wir waren eigentlich mit den Zeiten immer ganz gut. Deshalb stelle ich jetzt auch einfach mal auf Pro. Ich weiß gar nicht, was es ja mit den Sternballons meint. So, ein Ring. Ach, gegen die Uhr. Ach so. Okay. Ich darf nicht bremsen. Muss aufpassen. Nicht bremsen, Leute. Das heißt, nicht so schnell in Kurven. Es hat auch vor den Kurven nicht unbedingt zu sprinten. Und ich sollte am besten noch Tricks machen. Bis jetzt hatte ich ja noch gar keine Möglichkeit. Und eine Kombo auch noch. Moment. Okay. ach, zurückspulen darf ich, oder? Zählt es nicht als Bremsen? War jetzt halt natürlich kein Kombo, gell? Oh, ich darf nicht bremsen! Okay, der Schnee bremst mich. Aber ich muss, glaube ich, auch auf die Zeiten achten. Ach, da ist... Oh, da war so ein Sternballon. Alter, da muss ich hier oben... Hier ist zum Beispiel auch einer. Ah, den habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht erwischt, oder? Der eine war ja voll abseits. Aber ich kann ich die Nebenziele auch mehrmals machen? Dreh dich! Autsch! Ich habe immer noch nicht gebremst. Eigentlich. Ich habe die Frage, ob ich die Nebenziele alle in einem Rennen machen muss oder nicht. Ich denke mal nicht. Okay, die Zeiten haben aber ganz schön angezogen. Muss man jetzt ehrlich sagen, ne? Sich das so überlegt. Die Frage ist, habe ich aber auch gar kein Nebenziel erreicht, gell? Okay. Ich sag mal, ich würde mal sagen, wir scheißen drauf. Also, wir haben die drei Nebenziele. Ich probiere es einfach mal auf Geschwindigkeit und ohne Bremsen. Die Ballons oder so hole ich dann vielleicht beim zweiten Versuch und den Trick. Ah, den Trick könnte ich eigentlich schon mal. Alter, guck mal, der war da an der Mauer. Nee, ist auch Steinmauer. Wie komme ich denn da hoch? Oh nein, jetzt komme ich von der Seite. Alter, ist so langsam. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt zurückspule, ja, wie gesagt, zählt das jetzt als Bremsen oder nicht? Die Kurve hier ist ganz schön übel. Also das ist halt die Frage, wer es mich jetzt hingehauen hat. Wie kommt man denn an den Ballon da links oben hoch?
das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das finde ich doch ein bisschen seltsam. Wow. Oh, wieso lenkt der nicht? Okay. War ich jetzt hier zu schnell einfach? Oder wieso lenkt der hier nicht? Komm, ich gehe durch den Schnee. Das war jetzt natürlich nicht so geil. Hä, wieso habe ich jetzt so eine... Wieso waren jetzt die Zeiten verschieden? Wieso sagt er jetzt Glückwunsch? Aber Nebenziel habe ich jetzt keins erreicht. Ja, okay. Also ich denke, das Zurückspulen zählt als Bremsen. Ach, hey, da sind verschiedene Läufe. Hey, müssen wir da mehr Läufe machen, oder wie? Ach so, da muss man zweimal runterfahren. Okay, das sagt mir keiner, dass wir da zweimal runterfahren müssen. Wieso dance ich so ab, obwohl ich... Ja, okay, ich war Top 10. okay. Ja, das war natürlich... Da muss ich erstmal so ein bisschen in das Gameplay auch alles reinkommen. Oh, besseres Bike. Sehr schön. Schließe Aktivitäten ab, um zu verdienen. Ja, wir brauchen... Er sagt, er sammle 11 Sterne. Wo sehe ich eigentlich, wie viel ich habe? Ich habe 9. Okay. Und wir können zum Beispiel hier mal hin. Ich weiß nicht, das gibt, glaube ich, auch einen Stern. Aber so einen Aussichtspunkt. Ich wollte eigentlich so minimal umdrehen und rückwärts, aber das geht irgendwie, glaube ich, gar nicht. So, gib mal Gas, Junge. Ich weiß ja gar... Oh, shit. Ich weiß eigentlich gar nicht. Warte, wie war... Ach so, ich kann gar nicht weiter reinzoomen. Wie ich da... Oh, ich auf der anderen Seite, gell? Weil für mich ist jetzt die Frage, muss ich da den Weg hochfahren? Bin ich denn jetzt plötzlich? Ach so, der bleibt wohl gar nicht stehen, wenn ich in die Karte gehe, oder wie? Kann ich hier rüber? Das ist die Sache, der ist eigentlich auf der anderen Seite, aber ja. Oh je. Ich muss da diesen einen Weg, glaub, hochfahren. Natürlich interessant, wie man da jetzt hinkommt. Ja, komm, in die Pedale. Ach so, scheiße, das ist gar kein Weg. Hä, wie komme ich denn da jetzt hoch? Das ist ja mies. Okay, ja, dann würde ich vielleicht eher mal ein Rennen oder so machen oder mal hier hinschauen. Was ist das hier eigentlich? Ist noch so ein Stunt. Okay, komm, wir schauen erstmal, was ist näher dran. Schauen wir mal zum Stunt. Oh, was ist denn hier? Rider Republic Logo. Sammelobjekt. 1 von 500 gefunden, Alter. Ich wette mit euch, da gibt es so ein Achievement, dass man alle finden muss. Aber 500 ist schon viel. Ja, weil halt auch eine große Map. Wunderskrass, was sind hier für komische Ballons hier? So ein Kreis, ein Viereck, Dreieck. Erinnert so ein bisschen an Squid Game. Wieso haben die genau diese Formen, diese Ballons? Schon seltsam. Ja, aber nun gut. So, wir schauen mal kurz an den Stunt hin und dann an das Fragezeichen. Was muss ich denn hier genau machen? Ich muss hier runterspringen. Oh. Man muss den Halfdome hinunterfahren und auf den Kamm da runterkommen. Je schneller, desto besser. Ach so, runterfahren. Fahren den Halfdome hinunter bis zum Kamm. Oh, die Zeit läuft ja schon. Ich dachte erst, wenn ich hier Gas gebe. Ich dachte, das ist einfach so eine Rampe, wo man dann so einen fetten Sprung machen muss oder so. Alter. Oh, ich darf für diesmal bremsen. Dann machen wir hier wieder Ego-Perspektive. Okay. Achso, der wollte gerade einen Trick machen. Jetzt hab ich hier raus. Oh. Komm, das war jetzt aber minimal. Ja. Ah, Kamera! Was macht die Kamera? Dann doch nochmal so. Ich glaube hier runter doch ein bisschen bessere Übersicht. Autsch! Shit. Ich dachte, ich kann rüberspringen. Au, 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 au.
Jetzt nächstes Rund. Oh, wo geht's denn hier hin? Warte mal, ich gehe so ein bisschen links rum. Oh. Also, ich weiß nicht, ob ich in echt. Oh, der runterfahren würde so. Ui. Hallöchen. Oh. Okay, ich dachte, wir können ein bisschen besser springen. Hä? Wo ist jetzt? Das ist mein nächster Checkpoint? Bin ich jetzt schon fertig? War ich jetzt hier hinten da? Ich hab doch den einen erwischt. Da war das schon das Ziel. Ich glaube, wir sind durch. Nächste Hand, verbleibende Zeit. Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Wann hätte ich in die andere Richtung fahren müssen? Hey, du hast nicht versagt. Du hast eine Erfahrung gemacht. Verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Wo bin ich jetzt falsch gefahren? Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Ne, wir haben ja hier die Punkte. Also hier oben in der Leiste sind das so Punkte. Das andere ist ja so ein, wie so ein Tropfen, kann man sagen. Alter, was ist denn das hier? Vor allem das Miese ist, dass die Zeit, glaub, beim Zurückspulen weiterläuft. Das ist auch mies. Oh, jetzt bin ich den Stein. Ja, toll. Jetzt springe ich aber hier vorbei. Alter. Ja, okay. Wieso ist er jetzt andersrum? Ja, trete ich halt nicht. Ja, Kollege, was machst du? Ich weiß es echt nicht. Eigentlich kann ich nochmal direkt neu starten. Wieso hat es den jetzt so umgedreht? Ich weiß auch nicht, vielleicht ist es sogar besser, gerade mal für hier runter den Automodus zu machen. Step-Modus. Okay, oder Steep, oder wie man sagt, lass bei Tricks los, um die Landehilfe zu aktivieren. Bonus für Landung mit Landehilfe. Okay, kann man auch mal gerne ausprobieren. Ich mache jetzt auch mal kurz Auto rein, weil es hier gerade schon ein bisschen nervt. So, come on. Alter, ich komme immer wieder vorbei. Müssen wir auf die Zeit schauen, ob die Zeit wirklich weitergeht, wenn man zurückspult. So. Hier muss ich mal ein bisschen langsamer machen. Oh, okay. Bin ich jetzt da dagegen gefahren? Ah, nein, verdammt. Oh, Mann. Jetzt bin ich da blöd runtergerutscht. Eigentlich muss ich hier so... hier so rum. Dann kann ich hier so. Das ist die große Frage. Eigentlich ja schon hier so rechts. Halt! Ach, da! Okay, ich bin hier so rechts runter. Alter. Aber hey, wieso hat es mir den Checkpoint da nicht mehr richtig angezeigt? Das hat mich so irritiert. Alter, hier so schräg. Ganz schön übel. Uiuiuiuiui. War eine geile Strecke eigentlich. Ist wieder so minimal. Wieso mache ich einen Backflip, Alter? Bin ich jetzt da durchgefahren? Aber ich glaube, mit der Zeit wird es ganz schön eng. Oh! Das ist ja schon. Du wirst dich sicher freuen zu hören, dass es an der Zeit ist, ein ganz neues, cooles Level zu erreichen. Du hast freien Zugang zum Rider Switch und hast die Eintrittskarte für den Multiplayer bekommen. Glückwunsch! Misch dich mit deiner Crew oder such dir neue Freunde, ganz egal. Hauptsache, du verpasst die Party nicht, okay? Komm rüber und Suki wird dir alles erklären. Das wird genial! Ah, alles klar. Es hat mich auch schon ein bisschen gewundert, dass ich noch gar kein einziges Achievement hatte. Aber jetzt haben wir die Einführung hier. Was ist jetzt los hier? Was macht denn der? Die muss die Karte öffnen. Ich kann nicht mehr fahren, aber ich rutsch irgendwie... ich rutsch den Berg weiter runter. Ja, guck mal, ich rutsche mal weiter runter. Controller vibriert auch andauernd, auch wenn wir hier in der Karte sind. So. Hier wieder zurück in die Heimat. Ah,
Da oben ist auch so ein Logo. Da bei der Hand, bei dem riesen Monitor links oben. Komm mal. Oh, Alter, wie darf ich denn darüber fahren? Das wird ja auch mal übel. Hey, willkommen zurück in der Riders Ridge. In der Republic geht es nicht immer nur um deine Karriere. Ich zeig dir mal, was für coole Sachen es sonst noch gibt. Das rockt. Okay. Ja, wie zur Hölle? Kommt mal da rüber. Aber nun gut. Was müssen wir ja machen? Einmal zum Rich Bummel. Ja, ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal, oder? Auch schon wieder fast Zeit. Ich würde mal sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Part dann wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.